Yeah, don't even fold out here. We got some niggas living in the hell, supplying the dope out here. I put my life on the line for it. Was geht, Freunde? Wir sind die Freaky Cast und immer noch im schönen Dresden. Wir haben Kammer von Dynamo und Johann von Zwickau am Start. Und ich als Viertligaspieler darf mich heute in ein paar fußballerischen Disziplinen mit den zwei Drittligaspielern vergleichen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten mit der ersten, da geht es um Schnelligkeit. Let's go. Johann, Kammer, wir haben hier den Startpunkt zwischen den zwei Hütchen. Sprinten los um das erste Männchen, um das zweite Männchen rum und schießen dann einen Elfmeter. Ich habe das Handy in der Hand, weil wir das Ganze stoppen. Ich stoppe quasi, wenn wir loslaufen und wenn wir den Elfmeter schießen, wenn ihr den reinmacht. Bleibt die Zeit so, wenn ihr drüber schießt, vorbeischießt oder der Erik den Ball hält, dann kommt 2 Sekunden drauf. Bin ich gespannt, wer der schnellste ist. 3, 2, 1, los! Ums erste Männchen rum. Ums zweite Männchen rum. Und ist drin. 8,10. Bin zufrieden. Getroffen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Kann ich nochmal 2 Sekunden gut machen. 8,10. Ist in Ordnung. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, los! Zweites Männchen rum. Und zack. Oh. 7,78. Schlechter Elfmeter, aber Tor ist Tor. Und? 7,78. Ja, bisschen schneller. Muss ich jetzt den Torpedo anschmeißen? 3, 2, 1 und go! Oh. 7,66. Ja! Es ging um Hundertstel, das wusste ich von Anfang an. Was ein Elfmeter am Ende, so ein Hoppelding. Hauptsache drin. Ja. Das war's mit der ersten Challenge. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe mich mit Hundertstel Sekunden am Ende durchgesetzt. Wir kommen jetzt hier zur zweiten Challenge. Wir spielen hier aus ungefähr 30 Metern einen Flugball aufs Tor. Er darf vorm Tor nicht aufticken. Das wird der Erik hinten überprüfen. Jeder hat 2 Schüsse von hier und dann noch ein Joker aus 40 Metern, der dann 2 Punkte zählt. Auf geht's, Kammer. Erster Schuss. Sieht gut aus. Zack. Drin. Machst du gut. Wind wird immer stärker. Sieht auch gut aus. Nee. Ja, knapp drüber. Knapp drüber. Der war frech. Knie hoch einfach. Okay, zweiter Durchgang. Erik als Schiedsrichter steht bereit. Auf geht's, Kammer. Nein. Gute Länge, aber der Wind. Der Wind. Hat ihn weggetrieben, ja. Ich weiß nicht, ob man es im Video mitbekommt, aber es ist auch windig hier. Leck mich am Arsch. Der ist gut. Sieht gut aus, ja. Zack. Direkt rein. Alle ein. Alle ein. Eier, er ist zu hoch. Habe ich direkt gemerkt, ist zu hoch. Wir gehen auf die 40-Meter-Mark. Vielleicht kommen wir das ja entgegen, wenn ich hier schon drüber schieße. Johann, sagst du es einfacher oder schwieriger jetzt? Schwieriger. Ja, ne? Bisschen. Ich sag, Kammer schießt jetzt nach da, damit der vom Wind reingetragen wird. Ja, wirklich, ich muss hinten auf die Laterne ziehen. Oh, der sieht gut aus. Stark. Perfekt. Starkes Ding. Stark, stark, stark. Bin ich zufrieden mit. Ja, voll. 3 aus 2 mit dem Wind. Sieht auch gut aus. Knapp davor. Erzählt? Sehr getickt? Davor, ja. Ja, okay. Zählt dich. So nein? Nein. Oh mein Gott. Gut, dass Erik da steht. Ich hätte es nicht gesehen. Nein! Junge, nicht gefrühstückt heute Morgen, ey. Habe ich endlich auch mal was gewonnen hier, ey. Johann, zwar knapp, meiner war einfach nur scheiße. So, in der zweiten Challenge hat sich der Innenverteidiger auf jeden Fall durchgesetzt. Flugbälle spielen ist auf jeden Fall dein Ding. Jetzt geht's wieder um Abschlüsse. Ich hoffe, Johann, wir können wieder ein bisschen nachlegen. Aber auch da war es ja nicht schlecht drin, deswegen, let's go. Ist ja krank mit dem Wind.
Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, aber es ist so windig. Guck mal, ich kann mich fast gegen den Wind lehnen. Und wir spielen die Flugbälle gegen den Wind. Also die bremsen irgendwie immer noch ab. Boah, stark. Gute Annahme. Gut. Stark. Schöner Ball. Oh. Schöner Schuss, schöne Parade. Schöner Mann. Erik, stark, Junge. Oh, direkt. Oh. Schade. Schade, super schwer. Du hast einen? Ja, einen. Und auch einen, ne? Ja. Bist du hoch? Oder? Ist egal, mach einfach. Ich sag, mach einfach. Am Ende macht er so Knuckleballs jetzt. Guter Ball, oder? Ja, der Ball war gut. Boah, guck mal, wie. Ja, trocken. Junge, wie, hast du gesehen, wie kurz der wurde? Ja, ja. Krass. Hey! Spekulatius! Erik! Was ist los? So Leute, wir sind fertig mit der dritten Challenge. Die konnte ich für mich entscheiden. Und ich führe jetzt hier mit zwei Challenges. Bevor wir in die vierte Challenge gehen, was sagst du so als Viertligaspieler gegen euch Drittligaspieler? Wie schlage ich mich so? Ja, überragend. Ich meine, du hast jetzt zwei der drei Challenges gewonnen. Man sieht, dass es halt nur Kleinigkeiten sind. Ja, ist auch, glaube ich, so, ne? Dritte Liga, vierte Liga. Je tiefer man dann in den Ligen geht, desto größer werden auch, glaube ich, die Unterschiede. Aber ich will das Ding jetzt hier noch komplett zumachen. Wir machen American Penalties. Wir haben zwei Kontakte, um zum Torabschluss zu kommen. Der Keeper darf machen, was er will. Rauskommen, drinbleiben. Jetzt bin ich gespannt, wie die Jungs hier abräumen werden. Kammer darf anfangen. Erster Versuch, let's go. Oh, okay. Jetzt wird's ein langer Abschluss. Wobei, macht er gut. Stark! Ich dachte zuerst, der wäre viel zu lasch gespielt. Ja, dachte ich auch. Und dann war es echt gut. Erik stand schon so da, als ob er nach vorne rennt. Ja, ja, voll. Guck mal, der ist schon in Bereitstellung. Ja. Aber ich muss mal sagen, Kammer hat es schon echt richtig gut gemacht. Wenn du bereit bist, darfst du, Johann. Ah, okay. Okay, okay. Jetzt übertreibe ich wahrscheinlich direkt. Ach du Scheiße. Ja, komm. Ah! Oh, ist ja gut. Ich wollte eigentlich fester spielen. Mist, Mist, Mist. Kammer, du führst 1-0. 1-0-0. 1-0-0. Okay, zweiter Durchgang. Okay. Ah. Dieser war ein bisschen zu kurz. Der war zu kurz, genau. Oder was sagst du selbst? Ja, das war ein schlechter Ball. Zu kurz dann, ne? Ja, ich muss von zu weit weg schießen. Im Endeffekt macht man sich eigentlich selbst die Vorlage. Kannst dir selbst einen Assist geben. Oh. Oh, das ist eine super Vorlage. Oh! Aber stark gemacht. Sehr gut, war ein super Ball. Ich glaube, hätte ich ähnlich gemacht. War perfekt, der Ball. Ja, der war super, ne? Er wusste nicht, soll er raus, soll er rein. Ist auch gut. Er ist auch gut. War super. Wow. 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 War super, Mann. Wieso machen wir überhaupt noch mit, Alter? Der war nicht schlecht. Kann man mal halten, Erik. Dritter Durchgang. Gute Länge, würde ich sagen. Der war von der Länge her wie dein erster, glaube ich. Ja, aber der Schuss war halt. Ja, der Schuss halt nicht. War halt nix. Komm, Johann. Muss ich machen. Jetzt musst du machen. Ich fand, gerade hast du schon gut gemacht. Ja. Okay, Johann. Okay, guter Ball, würde ich sagen. Boah, ist das windig. Stark. Ganz, ganz schwer für den Keeper. Ich weiß halt echt nicht, ob man nicht direkt schießen kann. Der steht so ein bisschen aus dem Tor raus. Ich glaube, ich mache noch einen Safe und dann chippe ich einmal. Ah, ich weiß nicht. Oh, oh, oh. Wow. Kampfstellung, hä? Fand es trotzdem richtig, dass er rauskam, aber machst halt super. Letzter Durchgang steht 2-1-1. Wir müssen quasi. Ja. Okay, Kammer.
Letzter Durchgang für dich. Torwart kommt raus. Stark! Wow. Richtig gut. Stürmermanier. Musste hoch. Ey, flach ist keine Chance bei dir. Da ist alles zu. Der war perfekt eigentlich, ne? Ja. Der kommt raus, du legst locker rechts vorbei. War wieder ein zweites Tor, ne? Ja, genau. Ist auch noch Platz. Wenn man es immer so machen könnte, ne? Aber wenn der rauskommt, sieht das Tor schon echt zu aus. Okay. Ja, geht. Stark. Macht er auch gut. Ja. Das heißt, Stand jetzt haben wir alle zwei. Ich habe aber noch einen, ne? Du kannst einen Deckel drauf machen mit deinem letzten. Wenn ich bin ernst, dann ich mach rein. Natürlich. Dein letzter, jetzt wenn du ihn reinmachst, gewinnst du. Und wenn nicht, dann gibt's halt Verlängerung am besten, oder? Ja. Komm. Ja. Bleib im Tor. Und weiter. Ja. Schlecht. Richtig. Mein Plan war eigentlich so zu spielen, dass er rauskommt und dann bleibt er im Tor. Das war scheiße. Jetzt würde ich sagen, Sudden Death. Auf geht's, Kammer. Zack. Torwart bleibt im Tor. Linke Ecke. Oh! Ey, bei dir ist heute echt alles den knapp, ganzen ne? Tag schon, wirklich. Ganzen Tag schon. Zum Glück ist heute kein Training mehr. Ja, wirklich. Okay, Johann. Komm. No pressure, no pressure. Boah, Junge, ich stelle mir das so schwer als Torwart vor. Oh. Hält er, aber ist drin. Stark, sehr gut. Johann vorgelegt. Jetzt Felix hat Druck. Komm, Felix. Jetzt habe ich Druck. Auf dem Kessel. Oh. Sauber, sauber. Vamos. Johann, wir zwei noch. Oh, der ist lang. Der ist lang, der ist lang. Lufti. Wow! Gegen die Latte. Wow. Das war der erste, wo ich sagte, der war ein bisschen zu lang, oder? Ja, aber er hat noch das Beste draus gemacht. Ja, er hat echt halt ein bisschen Pech gehabt am Ende. Schade, aber war nicht schlecht, oder? Aber jetzt ist deine Chance, dritte von vier Challenges zu gewinnen. Pech. Bei uns Latte Pfosten, bei ihm immer drin heute, ne? Ach, das war's. 3 von 4 Challenges hat er gewonnen, Alter. Geil. Jetzt weiß ich halt nicht, soll ich zu Dynamo oder zu Zwickau gehen? Ja, schau's auf die Tabelle, dann weißt du es. Geil. Wie war die letzte Challenge für dich? War schwierig abzuschätzen. War schwierig, ja, ja. Wann du drin bleibst, wann du rauskommst. Boah, gute Challenge, aber ist schwierig, klar. Ja. Wie weit legt er sich? Ne? Voll, voll. Ich glaube, bei Johann zum Schluss hast du es perfekt gemacht. Du hast ihn so unter Druck gesetzt und dann hat er gechippt und an die Latte. Ich habe 3 von 4 Challenges tatsächlich gewonnen, ne? Habt ihr euch nicht angestrengt, oder? Bist einfach besser. Ach, hör doch auf. Ich werd ganz rot. Nein, mir hat es auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick gegeben, wie ein Viertligaspieler gegen Drittligaspieler abschneiden kann. Ich wünsche euch auf eurer Laufbahn natürlich nur das Beste, viel Gesundheit und dass ihr so hoch wie möglich kommt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wen wir als nächstes herausfordern sollen, egal aus welcher Liga. Und ich wünsche euch natürlich genauso das Beste für die Zukunft, für die Saison. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.